Angegeben sind ein Quadrat ABCD und ein Punkt P auf der Diagonalen BD zwischen B und D. Beweise diese Gleichheit. Hier ist das Quadrat ABCD und der Punkt P, der auf der Diagonalen BD irgendwo zwischen B und D liegt. Um diese Gleichheit zu beweisen, starten wir von links, um rechts anzukommen. In dem Skalarprodukt links ersetzen wir den Vektor BP durch BA plus AP und den Vektor DP durch DA plus AP. Jetzt wenden wir die doppelte Distributivität an, ist gemacht. Im ersten Skalarprodukt haben wir die Vektoren BA und DA, Vektor BA und Vektor DA, die sind orthogonal zueinander, also ist dieses Skalarprodukt gleich 0. Das hintere Skalarprodukt AP Skalar AP, das ist die Norm des Vektors AP im Quadrat. Für die zwei mittleren Skalarprodukte können wir den Vektor AP ausklammern. Somit erhalten wir diese Summe. Diese Norm von AP im Quadrat setzen wir nach vorne und da lassen wir sie auch, weil wir sie da brauchen. In dieser Summe können wir den Vektor DA durch den Vektor CB ersetzen, also so. Diese beiden Vektoren vertauschen wir, das dürfen wir wegen der Kommutativität der Vektorenaddition. Warum machen wir das? Weil wir hier besser sehen, dass diese zwei Vektoren aufeinanderfolgend sind und ihre Summe ergibt den Vektor CA. Jetzt schreiben wir den Vektor AP in diese Form um, Vektor AD plus Vektor DP, und wenden die Distributivität an. Somit stoßen wir auf diese Rechnung. Aber Vektor DP und Vektor CA, diese beiden Vektoren, sind orthogonal zueinander, weil die Diagonalen eines Quadrats einen rechten Winkel bilden. Also ist ihr Skalarprodukt gleich 0. Hier haben wir noch den Vektor CA umgeschrieben als minus Vektor AC. Jetzt sehen wir hier AD Skalar AC. AD Skalar AC. Dieses Skalarprodukt ist dasselbe wie Vektor AD Skalar, die orthogonale Projektion vom Vektor AC auf AD, also Skalar AD. Diese zwei Skalarprodukte sind gleich. Und hier haben wir letztendlich Vektor AD Skalar Vektor AD und das ist die Norm des Vektors AD im Quadrat. Und somit haben wir die Gleichheit bewiesen. Im nächsten Video werde ich einen Beweis zeigen, der mir viel einfacher erscheint als dieser.